Fürchtet euch nicht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Mit diesen Worten des Propheten Jesaja möchte ich Sie und euch alle zur Christmette am Heiligabend hier in der Blumlage in Celle willkommen heißen. Mein Name ist Loïc Berge, ich bin Pastor in der Blumlage in Celle. Unser Lektor Michael Schröder und ich stehen hier im Altarraum der schönen Blumlage-Barockkirche, die 1658 gebaut und vor 4 Jahren erfolgreich saniert und renoviert wurde. Schön, dass Sie den digitalen Weg heute hierher gefunden haben, um gemeinsam dieses Fest der Freude zu feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, heute in dieser Nacht mitten unter uns ist Gott Mensch geworden, klein, schwach, verletzlich. In einem Kind kommt Gottes Licht in unsere dunkle Welt. Mit Gottes Sohn macht sich die Liebe auf den Weg von Haus zu Haus, von Herzen zu Herzen, zu mir, zu dir, zu uns. Gott kommt nicht nur zu Besuch, er zieht bei uns ein. Ich will unter den Menschen wohnen, will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, sagt Gott durch den Propheten Ezechiel. Dieses Taufbecken, vor dem wir stehen, enthält eine Darstellung von Weihnachten. Eins der 6 kunstvollen Alabasterreliefs an den Seiten des Taufsteins zeigt die Geburt Jesu. Einige Fachleute meinen sogar, dass dieser Blumleger-Taufstein einer der schönsten hier in Niedersachsen ist. Maria stellt ihr Kind den Hirten vor, Josef steht neben ihr. Ein Hirte hält einen großen Stab in der Hand. Vorne links ist auch eine Frau zu sehen, die ihrem Gegenüber erstaunt ins Gesicht blickt. Alles ist da, der Esel, der Ochse und sogar ein Hund und dazu 2 Engel im Hintergrund. Sie singen in dieser heiligen Nacht und verkündigen die frohe Botschaft, die Botschaft vom Frieden. Lasst uns gemeinsam beten. Gütiger Gott, lieber Vater im Himmel, komm und mach uns diesen Abend heilig. Berühre uns mit deiner Liebe. Lass in unseren Herzen den Stern von Bethlehem aufgehen. Mach die Kinder froh und mach die Großen zu Kindern. Mach die Traurigen hoffnungsvoll und die Erschöpften stark. In dieser Stunde unter deinem Dach, im Schein der Kerzen, im Klang der Lieder, im Hören und Sehen, lass uns etwas Himmlisches spüren. Hauche Hoffnung in unsere unruhigen Seelen. Steck uns an mit deinem Leuchten. Hilf uns beim Beten an diesem Abend, den du uns heilig machst durch Jesus, das Christuskind. Amen.
die Geschichte aller Geschichten. Für viele Menschen wird es erst richtig Weihnachten, wenn sie diesen Text gehört haben. Die Weihnachtsgeschichte aus dem 2. Kapitel des Lukasevangeliums. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Für die Hirten, die
Heute feiern wir gemeinsam das große Fest der Christenheit, die Heilige Nacht, in der Gott sich in Jesus zeigt, herab vom Thron in eine Krippe steigt. Ganz klein wird er, ein Kind, uns Menschen gleich, wird unser Bruder und doch an Gaben reich, denn er kann uns erlösen von allem Bösen. Das Volk, das in Schrecken und Finsternis war, sieht endlich ein tröstliches Licht. Für jeden im Schatten des Todes wird klar, unser Gott, unser Vater vergisst uns nicht. Eine gute Nachricht, die gute Nachricht überhaupt. Die Nachricht ist alt. Vor 3000 Jahren hat Israels Volk durch Jesaja erfahren, Gott ist ein Gott, der seine Menschen liebt, der nichts verspricht, was er nicht auch gibt. Damals hat er sein Versprechen erfüllt. Und wenn es auch alt ist, auch heute noch gilt. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und wo er herrscht, kann ich in Frieden leben, im Frieden mit Gott trotz aller Schuld, weil er regiert in Liebe und Huld. Man nennt ihn Gott mit uns, Immanuel, ein Tröster, ein Helfer, immer zur Stelle. Man redet von ihm bis an aller Welt Enden. Friedefürst heißt er, wird jeden Streit und alle Kriege wenden. Herrliche Freude ist uns dadurch geschenkt, weil Gott stark und mächtig in Liebe an uns denkt. Heute ist uns der Retter geboren, Christus der Herr. Nun lasst uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die da geschehen. Von der Krippe spricht zu Weihnachten die ganze Welt. Maria bringt hier ihr Kind zur Welt, Gottes Sohn, sein einziger, sein Geliebter. Die Krippe ist Wiege auf kurze Zeit. Es gab keine Unterkunft weit und breit. Doch Josef, voller Geduld und Vertrauen, steht zu ihr. Auf Hilfe von ihm kann sie bauen. Und die Tiere, die hier im Stall zu Haus schnauben und atmen ein und aus und wärmen das Kind. Und unterdessen haben Hirten im Feld bei den Schafen gesessen. Sie haben erschrocken und staunen vernommen, was ein Engel verkündet, aus dem Himmel gekommen. Ehre sei Gott, dem Höchsten dort oben und Frieden hier unten für seine Geliebten. Richten wir nun unseren Blick auf das Kind, die wir unter anders seine Kinder sind. Er ist das Kind der Maria, 9 Monate in ihr verborgen, Kind einer Frau mit vielen Sorgen. Und das von Gott geliebte Geschenk, sein Allerkleinstes und doch das Allergrößte. Heute ist Gott mein Kind, sagt Maria, er sieht mir auch ähnlich. Und doch, was wird morgen sein, wenn Kinder erwachsen sind? Sie legt ihn zärtlich an ihre Brust, schließt ihn in die Arme, besänftigt sein Weinen, bedeckt ihn mit Küssen, den winzigen Gott, berührt ihn liebevoll mit ihren Händen, kann ihren Blick nicht von ihm wenden. Er ist lebendig, ein warmer Gott, ein Gott, der atmet und lächelt, und Josef betrachtet die beiden voll Freude. Versammelt um die Krippe in heiliger Zeit, lasst uns empfangen die Weihnachtsgnade. Vergessen wir Sorgen, Verrat und Streit. Hier zu Hause, es wäre doch schade. Lasst uns Versöhnung versuchen und üben, Groll nicht
im Herzen zu halten. Weihnachten lädt uns ein, im Einklang miteinander zu sein. Machen wir nicht deshalb so gerne Geschenke? Ihr sitzt jetzt vor dem Schirm, aber ich denke, ihr wartet und denkt schon dauernd daran. Ihr zittert in Vorfreude und fragt euch, wann hat die lange Ansprache endlich ein Ende? Ihr seht in Gedanken schon die geheimnisvolle Fracht, die unterm Weihnachtsbaum auf euch wartet. Wenn ihr gleich ins Zimmer geht, da bin ich mir sicher, werdet ihr schnell all denen danken, die euch Geschenke zugedacht. Die Gnade von Weihnachten zu empfangen, heißt Danke zu sagen für die Wohltaten im Leben und von diesen Gaben weiterzugeben, den Menschen, die Grund genug haben zu klagen. Lasst uns heute Nacht hier bei der Krippe vorwegnehmen das vollkommene Himmelreich. Öffnen wir doch unseren engen Kreis und nehmen die auf, die sonst alleine. Laden entschlossen und mutig ein, zu Weihnacht Gast bei uns zu sein. Dieser Gast ist dann wirklich Jesus, der Christ. Er gab uns mit auf die Lebensreise, dass alles, was wir für andere tun, dass alles, was ihre Lasten erleichtert, für ihn getan ist, für unseren Herrn. Liebe Gemeinde, mich ergreift die Weihnachtsfreude. Ich bin gerührt und tief im Herzen berührt. Dieser Festtag ist der schönste für mich, der Feiertag, den mein Herz erwählt hat. Er ist etwas ganz Besonderes für mich. Und um dem Ausdruck zu verleihen, habe ich heute Abend zu euch in Reimen gesprochen. Lasst uns gemeinsam beten und Fürbitte halten. Der heilige Abend ist da. Wir sind da. Du bist da und klopfst bei uns an. Berühre uns mit der leisen Ahnung, dass du mit diesem Christuskind bei uns vor der Tür stehst. In diesen Stunden der heiligen Nacht sind wir zusammen als Familien, ganz eng. Danke dafür. Das tut gut und manchmal tut es auch weh, weil nicht alle da sind, die zu uns gehören, weil wir um Menschen trauern, die wir verloren haben, weil nicht alles heil und ganz geblieben ist, weil unsere Wohngemeinschaften gefährdet sind. Komm und tröste uns in dieser heiligen Nacht. Hoch und heilig ist sie, aber auch so schwer. Die Welt hört auch in dieser Nacht nicht auf, so zu sein, wie sie ist. Friedlos, haltlos, atemlos. Weihnachtsfrieden bräuchten wir. Lokal, global, überall. Einen Hauch von Versöhnung und Achtsamkeit. Das kann beginnen in unseren Wohnzimmern nachher und kann gelingen. Hilf uns dabei, komm herein mit deinem guten Geist, mit der Macht deiner Liebe und mach uns zärtlich und wach füreinander.
Alles geht jetzt seinen Gang. Die Kerzen brennen gleich zu Hause. Die Geschenke warten. Gutes gibt es zu essen. Aber nicht überall ist warmes Licht. Bewahre alle, die in diesen Stunden ohne Obdach und alleine sind, denen Angst und Bange ist, weil es an keinem Abend so schwer ist wie an diesem. Tröste, begleite, bewahre, damit niemand jetzt ganz verloren geht. Und nun, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne uns und das, was du uns aus Gnaden beschert hast. Und all das, was wir nicht mit eigenen Worten auszudrücken vermögen, legen wir jetzt in das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihnen und euch allen und allen, die euch lieb sind, wünsche ich ein gesegnetes, von Freude und Frieden erfülltes Weihnachtsfest und schöne Weihnachtstage. Gehen wir in diese Weihnachtszeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.